Ene mene miste, es rappelt in der Kiste. Ene mene mu und tot bist du. Diesen sehr charmanten Abzählreim gibt es tatsächlich in dem Buch, das ich heute euch vorstellen möchte, nämlich Nils, bis alle tot sind. Nils ist der Debütroman von Jürgen Geiger. Es ist ein Thriller, wie es eh nur wenige gibt. Ich verspreche euch wirklich absolute Page-Turner-Garantie. Ihr werdet von der ersten bis zur letzten Seite gefesselt sein und es ist ein richtiger Schmöker. Worum geht es? Es werden die Mitglieder einer Schülerclique nach und nach ermordet. Und zwar auf ziemlich perfide und, man muss sagen, durchaus immer weiter originellere Art und Weise. Schnell führt die Spur zu einem Jungen, einem Mitschüler namens Nils. Nils ist der Typ mit den irren Augen. Mit den Augen, die Dinge gesehen haben, die man als Jugendlicher oder als Kind nicht sehen sollte. Und was Nils antreibt, warum er zu dem geworden ist, was er ist, das erzählt Jürgen Geiger in spannenden Rückblenden. Er hat einen ganzen Kosmos entwickelt und das Ganze wird von Seite zu Seite immer mehr ein Wettlauf mit der Zeit, denn wer kann oder will Nils noch aufhalten? Ich verrate nicht zu viel, wenn ich euch sage, dass das Ende absolut überraschend kommt. Ihr werdet nicht glauben, bis zur vorletzten Seite, sage ich jetzt mal, was dann tatsächlich das Finale sein wird. Ja. Also ihr Lieben, spannender Thriller, absoluter Page-Turner, Nils, bis alle tot sind, von Jürgen Geiger, erschienen bei mir in meinem Hirschkäfer Verlag, jetzt auch als E-Book.